Die Umbauarbeiten in der Eishalle sind nun abgeschlossen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ja, ich bin sehr glücklich, dass wir jetzt diese Woche noch die Stadthalle eröffnen können, die im neuen Glanz erstrahlt. Ich denke, es ist gelungen, mit vergleichsweise wenigen Mitteln aus einem alten Objekt sehr viel herauszuholen. Und ich glaube, gerade in Zeiten, wo Nachhaltigkeit und Sparsamkeit gefragt ist, ist es ein Referenzprojekt, das auch für viele andere Großprojekte in Klagenfurt vorbildgebend ist. Und freuen Sie sich bereits auf das erste Spiel? Na, natürlich, selbstverständlich, aber es ist wie überall, wenn man es zum ersten Mal startet, eine Premiere ist immer ein bisschen mit Bauchkribbeln verbunden, wird alles klappen, werden die Handgriffe noch sitzen. Was Sie sehen, es wird emsig gearbeitet im Hintergrund, es wird gewerkt bis zum Schluss und wir gehen davon aus, dass die Halle am Freitag dann auch schon mehr oder weniger ohne große Probleme in Vollbetrieb gehen wird.